seid ihr Männer bereit für eure super... Super... Spezielle... Spezielle... Geheime... Geheime... Aufgabe! Ja, natürlich, ich bin so... Ihr habt die Ehre, für einen Neuanstrich meines Wohnzimmers zu sorgen. Ja! Aber ich muss euch ausdrücklich warnen. Diese Farbe hier ist absolut nicht abwaschbar. Und wenn ich auch nur einen Tropfen auf etwas anderem als der Wand sehe, dann reiß ich euch die Hinterteile ab und hänge sie mir über den Kamin. So, viel Spaß bei der Arbeit. Mr. Krabs hat echt eine Menge teurer Stücke, auf die man Farbe tropfen kann. Meinst du, wir sollen die Sachen alle abhängen? Auf keinen Fall, du spinnst wohl. Wir werden doch nicht dafür bezahlt, um Sachen abzuhängen. Jetzt müssen wir die Plane auslegen. Ich glaube, so ganz reicht das noch nicht. Das sieht doch schon wesentlich besser aus. Das war eine linke Nummer. Heute geht's an Mr. Krabs Anker. Wir haben ja schon die große Krabbe gebaut, da kann er schon gut Geld verdienen. Natürlich mit Spawnshop und Thaddeus. Vielleicht mehr Spawnshop als Thaddeus. Naja, jedenfalls braucht er sich einen Ort, wo er sein ganzes schönes Bargeld aufbewahren kann und wo nun seine Tochter Perla natürlich auch noch mitwohnen kann, wenn sie irgendwann mal hoffentlich aussieht, damit der Krabs auch wieder mehr Platz hat für sich. Aber soweit es ist, müssen wir erstmal den Anker bauen, von daher Blöcke in die Hand. Auf geht's. Den guten alten Anker von Mr. Krabs brauchen wir nicht viel. Wir holen uns einmal ein bisschen grauen Beton raus, denn rote Niederziegeltreppen, davon nochmal die Stufen, denn ein paar Steinziegelstufen sind dabei. Tropenholzstufe, denn als Glas heute für die Fenster nehme ich wie immer türkises Glas, kannst aber auch gern hellblaues nehmen oder jede andere Farbe, die dir gefällt. Dann holen wir uns auch ein bisschen abgezogene Fichtenholzblöcke raus, am besten die ohne Jahresringe und natürlich auch ohne Rinde. Dann holen wir uns noch ein paar Fichtenholztreppen raus und davon nochmal die Tür. Zuallererst geht's wie immer erstmal komplett an den Anker ran. Da nehmen wir jetzt einfach mal grauen Beton und ziehen uns jetzt erstmal einen, ja, würde man sagen, erstmal den Grundriss überall lang, bevor wir die Wände hochziehen. Und zwar setzen wir jetzt hier einfach mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke einfach mal hier hin. Dann gehen wir schräg zur Seite und setzen wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Blöcke. So, andere Seite können wir auch schräg davon nochmal 1, 2, 3, 4, 5 und 6 Blöcke hinsetzen. Davon gehen wir dann einmal seitlich nach hinten weg und setzen noch 1, 2, 3, 4 Blöcke ran. So, andere Seite können wir dann natürlich auch nochmal 4 weitere Blöcke hier einmal ransetzen. Und dann machen wir nicht das gleiche Maß, wie wir vorne haben, nochmal auf der Rückseite. Das war an den Seiten 6 Blöcke hier einmal hinsetzen. So, andere Seite auch nochmal 6 und hinten einfach 7 Blöcke. Super! Sobald wir, sage ich mal, jetzt den Grundriss haben, geht es jetzt ran, dass wir natürlich die Wände zeichnen. Wir fangen erstmal Vorder- und Rückseite an oder Vorder- und Rückseite an. So, da geht es erstmal vorne los, dass wir uns hier ein Maß von insgesamt 5 Blöcke uns einmal machen. So, andere Seite ziehen wir auch 5 Blöcke hoch und da können wir das Feld hier einmal komplett ausfüllen. Und ich würde sagen, wir machen das immer synchron dann auch gleich hier auf beiden Seiten. Bei mir mache ich immer wie immer einen kleinen Schnitt rein und du solltest dann einfach das Video mal kurz anhalten. Sobald wir das dann hier vorne auf eine 5er Höhe uns einmal gezogen haben, geht es jetzt an die Seiten ran. Da setzen wir das jetzt nicht einmal hier drauf, sondern gleich hier vorne dran und setzen noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 weitere Blöcke hin. Und die machen wir auf ein Maß von insgesamt 3 Blöcke, so dass wir dann einfach mal, wenn wir jetzt, sage ich mal, hier von der Mitte ausgehen, oben einen Block halt überstehen haben und unten einen Block. So, andere Seite ziehen wir auch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 Blöcke. An sich bräuchtet ihr eigentlich gar nicht 10, weil wir haben hier, sag ich mal, unten schon die Spur hier auf 6 Blöcke. Das heißt, ihr müsst uns eigentlich nur einen Block halt mehr euch einmal so platzieren, ne, als wir das hier haben. Und dann können wir das hier auch auf 3 Blöcke hochsetzen. Sobald wir dann, sag ich mal, hier alle 4 Seiten dann einmal uns hier das so zur Seite gezogen haben, wollen wir auch gleich mal die Seiten von unserem Anker schon mal ein bisschen vorzeichnen. Wir fangen an der Seite an, sodass wir hier oben uns erstmal insgesamt hier mal 3 Blöcke hier an der Seite raufsetzen, einen hier überstehen lassen und 2 nochmal hier unten uns einmal platzieren. Sobald wir das haben, könnt ihr hier bei den, ja, 3 einfach mal hier vor, also einfach an der Seite, nochmal eine Reihe von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke euch einmal hier noch hochziehen. Und ich mache es am besten noch einmal mit euch. Also hier an der Seite setzen wir erstmal 3 rauf, einen überstehen lassen, 2 unten hin und dann können wir hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 weitere Blöcke hinsetzen. Aber das machen wir hier nur auf eine Dreierbreite. Sobald wir dann, sag ich mal, hier das überall hochgesetzt haben, können wir oben in der Mitte, zack, hier nochmal einen weiteren Knubbel uns einmal so ransetzen. Sobald wir das haben, kommen wir noch einmal zu den Seiten vorne, oder zu der Mitte eher gesagt vorne. Und zwar wollen wir hier noch, sag ich mal, eine weitere Reihe raufsetzen, so dass wir jetzt an der Seite immer einen Block überstehen lassen. Und den setzen wir auf eine Höhe von 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So, 6 Blöcke an sich hier können wir das einmal hochziehen.
Und sobald wir das oben haben, können wir oben in der Mitte auch nochmal eine 2x3er ja, neue Ebene uns einmal hier raufsetzen. So, andere Seite auch nochmal. So, an der Seite einen Block jeweils freilassen. Und dann machen wir das hier auf 6 Blöcke hoch. Und zum Schluss machen wir hier wieder eine nächste Ebene rauf. Aber diesmal nur auf eine 2er Höhe und 3er Breite. So, jetzt wollen wir uns mal komplett an den Seiten uns einmal erstmal befassen. Und zwar, dass wir die hier erstmal zuziehen. Wir fangen unten am besten an, können jetzt hier einmal der Block, der hier, sag ich mal, so frei ist, zack, mal hier so eine Ebene hinsetzen. Daran den nächsten gleichen Block hier mal ransetzen, zack, so einmal langziehen. Und dann wollen wir, sag ich mal, hier diese offene Seite, die wir hier haben, komplett einmal hier so mit einer Reihe zuziehen. Die wollen wir natürlich nicht komplett bis nach oben ziehen, sondern nur so weit, dass wir, sag ich mal, hier so einen Block überstehen haben. Ne? Und dann können wir das hier einmal alles hochsetzen. So, sobald wir das haben, machen wir es nochmal gemeinsam auf der anderen Seite. So, wir fangen erstmal an, hier an den Seiten überall einen Block hinzusetzen. Davor setzen wir dann einfach eine nächste Ebene. Und dann kommt schon die letzte Ebene, die wir dann einmal noch ein bisschen nach oben ziehen. Aber nicht komplett bis nach oben, denn so, dass wir hier noch einen Block überstehen haben. So, jetzt kommen wir schon auf die innenliegenden Seiten hier, die wir noch offen haben. Die wollen wir erstmal zumachen. Und zwar fangen wir erstmal so an, uns hier jetzt erstmal eine Platte reinzuziehen. Auf eine, gucken wir mal hier, auf eine Breite von insgesamt 4 Blöcke. Und dann hier einfach mal zur anderen Seite rüberziehen, ne, sodass wir, sag ich mal, hier immer noch das hier so überstehen lassen haben. Dann können wir die Platte hier einmal so ganz entspannt hier einfach mal zuziehen. So. Sobald wir das haben, machen wir es erstmal immer mal synchron gleich auf der anderen Seite mit. Sparen wir uns immer, sag ich mal, im Nachhinein das Ganze nochmal zu erklären. Sondern einfach Massenarbeit hier an der Seite synchron einfach nachziehen. Sobald wir das dann hier auf beiden Seiten haben, können wir jetzt erstmal, würde ich mal sagen, unsere äußeren Seiten mal zuziehen. Da setzt ihr einfach hier auf der offenen Fläche, die wir haben, komplett hier einmal unsere Betonreihe lang. Und die könnt ihr auch wieder bis nach oben ziehen, aber nicht komplett bis nach oben, sondern nur so, dass wir hier nur einen Block überstehen haben. So, das können wir hier einmal zuziehen. Und sobald wir das hinzugezogen haben, können wir hier unten noch einmal, da lassen wir jetzt hier wieder einen Block auf jeder Seite Platz und setzen hier nochmal eine nächste Blockreihe rein. So, bevor wir jetzt zur Mitte kommen, machen wir es erstmal synchron nochmal auf der anderen Seite. Also einfach hier bei der offenen Fläche könnt ihr einfach eure Betonblöcke hier einmal so hinziehen. Nach oben setzen, sodass hier ein Block übersteht und die Fläche hier dann noch ausfüllen. Sobald wir das denn haben, kommen wir jetzt auf die innenliegenden Seiten. So, hier wollen wir dann auch erstmal, sag ich mal, hier was Freies, erstmal eine Ebene uns hinsetzen. So, und die machen wir jetzt auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke, also 2, 3 und 4. Darauf lassen wir wieder jede Seite hier noch einen Block Fratz. Dann setzen wir hier insgesamt nochmal 3 weitere Blöcke hin. So, 3 Stück. Und dann hier oben nochmal in der Mitte setzen wir einfach nur so ein Zweier hin. Ganz unten ran könnt ihr wieder eine weitere Blockreihe hinsetzen, sodass an der Seite jeweils ein Block frei ist. Also, das müssen wir hier auf der anderen Seite dann auch noch machen. So, falls wir es nicht haben. Wunderbar. Ja, und das machen wir nochmal auf der anderen Seite. Das heißt, wir fliegen hier wieder hin. Auf unserer offenen Fläche setzen wir erstmal unsere Platte hin, auf eine Höhe von insgesamt 4 Blöcke. Sobald wir das dann hier auf 4 Blöcke haben, an den Seiten wieder einen Block freilassen. Nächste Reihe rauf und die machen wir jetzt nur auf 3 Blöcke hoch. Dann auch nochmal in der Mitte ein Zweier hin. Und ganz unten, nicht vergessen, hier nochmal so eine kleine Ebene hinziehen, dass wir an den Seiten jeweils einen Block frei haben. So, jetzt wollen wir natürlich schon das obere Teil raufsetzen. Das heißt, wir fliegen mal hin und wir sehen ja, sag ich mal, jetzt hier an der Seite haben wir ja so Flächen frei. Die wollen wir erstmal ausfüllen. Und zwar setze ich mir jetzt hier einfach mal an den Seiten so einen 5er hoch und kann jetzt alles, was jetzt, sag ich mal, hier so nach außen offen ist, komplett zuziehen. Also ein 5er hier hin und alles, was ihr seht, was hier offen ist, zack, setzt ihr einfach euren Betonblock hin und führt das hier einfach mal aus. Sobald wir das denn hier einmal geschafft haben, gucken wir auf der Vorder- und Rückseite erstmal und machen da erstmal wieder weiter. Und zwar setzen wir jetzt hier oben, sage ich mal, so einen 3er hin. Den machen wir auf eine insgesamte 4er Höhe. Oh, 4 Blöcke. Und oben in der Mitte setzen wir nochmal einen kleinen Knubbel. So, auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel. Hier in der Mitte beim Dreier, zack, einfach mal 4 Blöcke nochmal raufsetzen und oben in der Mitte nochmal ein Einer. An der Seite ziehen wir das einfach ganz normal hier komplett einmal hoch. So können wir auch erstmal auf 4 Blöcke hochziehen, aber ich würde sagen, hier machen wir das insgesamt auf 5 Blöcke hoch. So, andere Seite können wir auch nochmal hier, zack, 5 Blöcke einmal hochziehen. Und sobald wir das haben, können wir jetzt hier oben einmal die komplette Fläche einmal komplett zuziehen. Denn das machen wir jetzt, warum? Wir da jetzt noch unseren fetten Ring einmal raufsetzen. Ja, und den Ring zeichnen wir uns einfach mal so vor, dass wir hier einfach mal auf der Vorder- oder Rückseite, das ist ja erstmal egal, uns einfach mal hier so ein Dreier ransetzen und jetzt formen wir erstmal unseren Kreis. Und der ist ganz einfach, dass wir immer an der Seite ein Dreier haben, an der Seite ein Einer. Und dann geht es schon wieder weiter mit den Dreier jetzt aber aufrecht. Und andere Seite auch nochmal das Spiel. So, dann obendrauf wieder zwei Einer einfach mal an den Seiten hin. Ne?
und ganz oben einfach noch den Dreier hin. So, wunderbar. Jetzt ist die Frage, wie weit machen wir jetzt den Ring noch nach hinten? Genauso wie wir vorne haben. Also auch hier hinten setzt ihr das auch einmal hin. So, jetzt braucht ihr eigentlich, sag ich mal, hier nicht mehr euch so quälen. Das könnt ihr das hier komplett einmal so zu den Seiten komplett einmal nach hinten ziehen. So, jetzt haben wir schon den Ring hier oben so gut wie fertig. Den kann man jetzt so lassen oder wir verbessern ihn noch so ein bisschen. Das heißt, wir machen ihn ein bisschen dicker. Wir fliegen jetzt einfach mal an den Seiten hin und wir haben ja, sag ich mal, jetzt hier eine Breite von 4. Das heißt, wir können hier perfekt immer so ein Zweier in der Mitte nochmal platzieren. Das machen wir aber nur immer jetzt hier bei diesen schrägen Ecken, dass wir da nochmal so ein Zweier hinsetzen. Und ihr seht, das sieht auch ein bisschen besser aus, wenn wir es ein bisschen dicker machen, als wenn es, sag ich mal, nur so eine Blockreihe ist, die, sag ich mal, den Kreis bildet. Also auch hier immer in der Mitte nochmal 2 weitere Blöcke zur Stabilisierung einmal hinsetzen und fertig ist das Ganze. Der nächste Schritt wird jetzt sein, dass wir an den Seiten natürlich noch hier unseren, ja, oberen Anker noch ein bisschen besser darstellen. Das heißt, wir fliegen jetzt hier einfach mal zu den Seiten hin und setzen uns hier jetzt einfach so ein 4er Block einfach mal so hin. Also 4 Blöcke halt zum Viereck. Ja, den machen wir jetzt auf eine Länge auch von 4 Blöcke. So, dann können wir das Ganze hier einmal so schön dick hier einmal langziehen und machen das Spiel nochmal auf der anderen Seite. Auch hier 4 Blöcke einmal ran und nach vorne geht es auch nochmal 4 Blöcke insgesamt. So, dann füllen wir das hier auch erstmal aus. Und sobald wir das denn haben, können wir jetzt hier dran auch noch diesen Knopf uns einmal zeichnen. Und das heißt einfach mal, dass wir den Knopf hier uns einfach mal gut darstellen. Das heißt, auch hier setzen wir an sich wieder 4 Blöcke einmal ran. So, einfach mal 4 Blöcke hier dann wieder ransetzen. Also insgesamt hätten wir dann theoretisch 8 Blöcke. So, dass wir uns jetzt hier einfach mal unseren Knubbel einmal ranzeichnen. Obwohl, sagen wir mal, der Mitte ist hier. So, machen wir das mal. Ich glaube, beim zweiten Knubbel erkläre ich das nochmal ein bisschen anders. So, also wir haben uns jetzt 4 Blöcke rangesetzt. Auf der Vorderseite sitzt hier auch jeweils nochmal hier so 4 Blöcke ran. Und dann setzen wir unten uns einfach wie so ein Pluszeichen einfach mal hin. So, ich guck mal hier von unten, sieht man vielleicht besser. So ein schönes, dickes Pluszeichen einfach mal hier diesen Knubbel. So, und was man unten machen kann, macht man dann nochmal oben einfach. So, einfach schön den Knubbel hier einfach oben hinsetzen. Wunderbar. Und dann haben wir hier an sich so eine Kugel, wo auf jeder Seite dieses Pluszeichen zu sehen ist. Und jetzt probieren wir es nochmal ein bisschen anders. Vielleicht kriegen wir es noch ein bisschen besser erklärt. So, also wir setzen erstmal hier dran nochmal 4 weitere Blöcke. Dann haben wir das jetzt hier auf eine Länge von 8 und können jetzt daran unser Pluszeichen machen. Wir können unten am besten anfangen. Ich setze mir jetzt hier unten nochmal einen 4er hin. Vorder- und Rückseite erweitere ich nochmal um 2 weitere Blöcke. Darauf kann ich dann hier nochmal so 2 4er rein einmal platzieren. Andere Seite genau das gleiche Spiel. 2 4er rein. Und obendrauf setzen wir dann auch nochmal dieses schöne dicke Pluszeichen einfach mal. Und fertig ist der Knubbel. Okay, das hat doch gut geklappt. So, dann haben wir den Anker schon so gut wie fertig. Jetzt gehen wir mal ran, unsere Dächer noch aufzusetzen. Wir fangen natürlich jetzt an den Seiten einmal an. Da machen wir es ganz normal mit Treppen einfach hier so nach oben. Zack, zack, zack. Bis wir ganz oben ankommen. Da setzen wir eine Stufe rauf. Und gehen so wieder auch einfach mit den Treppen wieder runter. Die können wir dann auch wieder einmal zur anderen Seite ziehen und am besten auch gleich einmal überstehen lassen. Ich habe schon gleich mal auch das andere Dach schon mal raufgesetzt. Einfach die Treppen ran, oben die Stufe hin, überstehen lassen. Und danach kommen wir es nur noch ein bisschen zum Verstärken. Das heißt, wir setzen unter jeder Treppe einfach mal noch eine weitere Treppe hin. So, andere Seite genau das gleiche Spiel. Und ganz oben kann man sich jetzt aussuchen, möchte man sich darunter jetzt einfach mal eine Stufe machen. Aber ich finde, mit Stufe sieht das doof aus. Und daher machen wir da auch nochmal einfach noch irgendwie diese Treppe hin. So, und das können wir jetzt bei beiden Seiten einfach nochmal machen. Treppen runter. Also eigentlich komplett die Treppen runter. Auch oben in der Mitte halt. Super, sobald wir das dann mit den Dächern fertig haben, kommen wir jetzt zu den Fenstern. Zuerst benutzen wir unsere Niederziegelstufen. Da fliegen wir einmal zu den Seiten hin. Lass mir oben 2 Blöcke Platz. Schlag mir 2 Blöcke weg. Und setze mir meine Stufen unten wie oben hin. Auf der anderen Seite genau synchron machen wir es auch. Oben 2 Blöcke Platz lassen, 2 weg und die Stufen hin. So, mit den Niederziegelstufen wollen wir noch ein drittes Fenster machen. Fliegen wir ganz nach oben hin, lassen hier einfach mal 1 Block Platz, 2 wieder weghauen und die Stufen hin. So, dann wollen wir jetzt unsere Steinziegelstufen benutzen. Da wollen wir auch nochmal 2 Fenster uns hin machen. Ich setze mir jetzt hier vorne auf der linken Seite eins hin. Ich lasse mir jetzt einfach mal hier so 2 Blöcke Platz, schlag mir 2 weg, Stufe unten und oben hin und fertig haben wir hier das Fenster. Dann machen wir nochmal synchron so schräg davon eins hin. Da lasse ich mir jetzt einfach auch 2 Blöcke hier oben Platz. Lasse meiner Seite nochmal 1 Block Platz und schlag mir hier 2 Blöcke weg. Und setze meine Stufen dann auch nochmal hier hin. Und da würde ich noch sagen, zum grünen Abschluss mache ich mir noch ein kleines Fenster einfach mal hier an der Seite hin. Sag ich mal hier unter diesen Block, bevor es zur nächsten Ebene geht. Schlagen wir weg, Stufe einfach hin und fertig.
Sobald wir das haben, können wir jetzt auch gleich mal unsere Tür reinsetzen. Das heißt jetzt hier einfach, gehen wir mal hier vorne zur Mitte hin und schlagen uns ein 3x3 Feld hier einfach mal frei. Können unsere Baumstämme denn hier mal an den Seiten platzieren. Nur irgendwie die Treppe oben hin und die Tür einmal reinsetzen. Super. So, zum Abschluss jetzt mit diesen Blöcken wollen wir natürlich nur noch unsere Glasblöcke nehmen und die uns einmal hier hinter unseren Stufen noch einmal platzieren. So, ich habe mir alles platziert. So sieht es denn aus, wenn das Glas drin ist. Du kannst es ja auch gerne noch, wenn du möchtest, dir Fenster auf der Rückseite platzieren. In den Folgen sah ich leider nie, dass da Fenster sind. Von daher lasse ich es jetzt einfach mal weg. Ich konnte es mir einrichten. Fenster haben alle so gepasst auf der Vorderseite. Man kann rausgucken, was hinten ist. Weiß man halt nie so beim Anker. Aber wer möchte, kann sich hier auch natürlich gerne Fenster noch reinbasteln, wie auf der Vorderseite. Aber bevor wir jetzt uns dran machen, uns dann Anker, sage ich mal, einzurichten, wollen wir natürlich noch die Kette uns einmal oben rauf basteln, die, sage ich mal, den Anker natürlich, sage ich mal, hier noch zum Meeresgrund so ein bisschen festhält. Dafür verwende ich jetzt einfach mal die polierten schwarzen Steinziegel und davon nochmal die Treppen einfach. Man kann auch gerne jedes andere Material nehmen, wenn man sich, sage ich mal, die Ketten so ein bisschen machen möchte. Und die sind relativ simpel aufgebaut und jeder kann, sage ich mal, sich selber jetzt entscheiden, wie er, sage ich mal, die Ketten sich jetzt gerne haben möchte. Und zwar mache ich jetzt hier oben drauf einfach mal so 4 Blöcke. Na, obwohl, nee, wir machen das jetzt hier auf eine 5er-Länge. So, dann platziere ich mir auf der Vorderseite und Rückseite einfach immer meine Treppen hin. Dann gehe ich hier mal runter und da würde ich mal sagen, machen wir das hier auf eine... ich habe kurz geguckt. Also wir machen hier einfach 2 Blöcke mal so runter. Und dann kommt hier auch wieder in den Ecken jeweils unsere Treppe. Und dann können wir das verbinden einfach wieder hier mit unseren Blöcken. So, und das ist, sage ich mal, das erste Kettenglied. Und da könnt ihr jetzt Kette an Kette einfach ranmachen. Bei der ersten haben wir jetzt eine Länge einfach mal auf 5. Bei den nächsten machen wir einfach, sag ich mal, ich platziere mal hier so einen Winkel. Ja, einfach mal so einen Block. Setze mir nochmal zur Seite 3 Blöcke. Sodass ich dann, sag ich mir, jetzt hier diese Länge auf mir 4 Blöcke nur mache. Weil das sieht einfach ein bisschen besser aus. Hier oben stört das nicht, wenn wir hier einmal ein bisschen länger haben. An den Seiten runter lasse ich es immer bei 2 Blöcken. Dann setze ich mir Treppe hin. Wieder meine 4 Blöcke. Treppe ran. So. Und dann hier einfach nochmal verbinden. Und jetzt kannst du dir die Ketten, sag ich mal, so machen, wie du möchtest. So, ich würde mal sagen, wir müssen ja hier noch ein bisschen weiter weg vom Anker. Das heißt, ich setze mir jetzt die nächste Kette so hin, dass die, sage ich mal, hier von weg geht. Einfach mal so, dass die Kette halt einfach weggeht. Dann möchte ich wieder, dass die ein bisschen runter geht. Jetzt mache ich mir einfach mal so die Kette, dass die komplett glatt einfach mal runter geht. Weil du musst sie nicht immer, sage ich mal, so quersetzen. Du kannst sie auch einfach senkrecht hier einfach mal platzieren. So, da müssen wir jetzt hier an den Seiten natürlich 4 Blöcke uns einmal setzen. So, hier unten nochmal verbinden und fertig. Und jetzt kannst du dir, sag ich mal, die Kette so machen, wie du möchtest. Jetzt habe ich einmal runter gemacht. Das heißt, jetzt könnte ich wieder ein bisschen weiter weg vom Anker gehen. Das heißt, jetzt setze ich mir hier wieder eins so längs einfach mal hin. Und dann kannst du dich jetzt hier einfach so ein bisschen ausprobieren. Du kannst die, sag ich mal, so setzen, wie du möchtest. Du musst das nicht so machen, wie ich das mache. Du kannst auch machen, dass die Kette in die andere Richtung zeigt. Du kannst sie ein bisschen weiter nach hinten setzen. Zieh sie dir so hin, wie du sie brauchst. Ja, und dann kannst du dir das so jetzt einfach mal nach, so einfach mal runter machen. Ich behalte jetzt einfach mal das Muster bei, dass ich jetzt hier ein Längs habe. Ein senkrecht runter, längs, jetzt heißt hier wieder, gehe ich einfach mal wieder senkrecht einmal runter. Danach setze ich mir dann hier wieder einfach mal ein quer hin, das kann nicht schaden. Ja, und dann kann man gucken, wie man sich das gerne machen möchte, ne? Und würde ich mal sagen, gehe ich hier auch nochmal. Du kannst jetzt senkrecht runtergehen, kannst du quer runtergehen, wie du möchtest. Ne, das kannst du dir ziehen, halt wie es dir gefällt. Aber ich glaube, das passt hier auch wunderbar. Ja, Stück, 4 Stück und dann steckt das schon unten drin. Ja, und schon ist meine Kette unten drin. Ne, wir können aber mal gucken, hier beim anderen Bau, wie ich es da gemacht habe, da weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber, naja, hier habe ich ein bisschen anders gemacht. Ne, seht ihr, habe ich hier nochmal quer gemacht, bevor ich runterging. Ne, guck, hier habe ich einfach mal 2 hintereinander so runtergemacht. Also wie gesagt, da kannst du dir die Kette machen, wie du möchtest. Da gibt es keine Vorlage, ne, das kannst du dir, sage ich mal, ziehen, wie du möchtest. Ich finde, dadurch hat dann jeder individuell auch ein bisschen seine Ankerkette. Ne, und dann kann jeder entscheiden, wie er es gerne haben möchte. Dadurch entscheidest du auch, wie weit es halt da hinten geht noch die Kette, ne? Guti. So, uneingerichtet wollen wir den Anker natürlich nicht lassen. Das heißt, wir holen uns jetzt mal unsere Fichtenholztreppen einmal raus. Denn abgezogene Eichenholzblöcke, davon dann auch wieder nochmal die Fichtenholzblöcke. Denn Schwarzeichenholztreppen, Stufen und Fichtenholzstufen sind dabei. Dann nehmen wir ein paar Würbretter, weil ich die finde, passen einfach farblich perfekt zum Boden von Mr. Krabs. Dann holen wir uns noch ein bisschen rosa trockene Beton für Perlas Zimmer. Und dann holen wir uns noch ein bisschen, ja, einfach eine Eichenfalltür. Kannst auch jede andere Falltür nehmen, die dir gefällt. So, dann wollen wir uns mal die Räumlichkeiten machen. Da, gehen wir hier einmal rein. So, jetzt ist es hier bei mir noch ein bisschen dunkel. Du kannst zum einen dir Laternen nehmen, um das auszuleuchten. Oder, was ich immer lieber verwende, sind natürlich meine Lichtblöcke, die ich hier einfach mal nehme, um mir einfach mal den Raum hier mal ein bisschen ausleuchte. Aber ich sage mal, du kannst auch gerne halt mit Laternen und Fackeln arbeiten. Kriegst du auch den Raum komplett hell und kannst dir auch gut eigentlich auch verstauen.
So, aber ich arbeite mal lieber damit. Wir sind da im Creative, also warum nicht? So, ich würde mal sagen, bevor wir jetzt zu den Wänden kommen, machen wir uns erstmal die Treppen suchen, dass wir ins nächste Stockwerk kommen. Da fliegt er einfach mal komplett hier zu den Seiten hin. Und dann gucken wir immer von vorne aus gesehen, hier wo die Tür ist, dass wir uns einen Block Platz lassen, Treppe hin. Und dann wollen wir uns die Treppe jetzt hier so seitlich einmal komplett hier so gleich mal hochzeichnen. So, zack, einfach so die Treppen einmal hin, dass wir hier so nach oben kommen. Biegen hier nochmal ab und können ja auch nochmal so zwei, na, vielleicht auch drei. Muss ich hier mal gucken, wo ist hier der Boden? Ah ja, hier ist der Boden. So, bei Mr. Krabs ist ja, sag ich mal, da muss ich nochmal von außen euch da zeigen, damit das vielleicht besser zu sehen ist. So. In den meisten Folgen habe ich gesehen, dass immer Mr. Krabs, sag ich mal, hier im rechten Anker schläft und Perla immer am linken. Von daher würde ich mal sagen, dass wir jetzt hier, wenn wir reingehen zur rechten Seite, bei Mr. Krabs genau den gleichen Boden nehmen, wie ich den jetzt, sag ich mal, hier unten im Wohnzimmer verwende. Einfach meine Würblöcke einfach hier, zack, einfach mal hier oben so hinsetzen, dass ich mir, sag ich mal, jetzt hier einfach mal den, ja, das Schlafzimmer von Mr. Krabs hier mal einrichte. Man kann jetzt auch gerne noch, sag ich mal, hier, sag ich mal, deine Wände beziehen. Jetzt haben wir natürlich hier nicht so viel Platz. Von daher würde ich einfach mal sagen, dass wir nur beim Fenster anderes Blockmaterial einfach mal verwenden, um, sag ich mal, hier eine Tapete uns reinzuzeichnen. Du kannst natürlich auch hier wieder Beton nehmen, ist dann halt einfach mal Geschmackssache. So, und dann haben wir schon mal so ein bisschen hier das Zimmer von Mr. Krabs. Wollen wir natürlich auch auf der anderen Seite auch gleich mal von Perla uns machen, weil wir ja gerade so drin sind. Das heißt, wir gucken, wo die Tür ist und dann setzen wir oder lassen erstmal einen Block Platz, Treppe hin und dann können wir hier zur Seite einfach mal unsere Treppen uns hier einmal so schön lang zeichnen und, ups, nicht so viel weghauen. So, wunderbar. Und dann gehe ich hier wieder so zur Seite weg und setze mir auch nochmal hier einfach mal drei Treppen hin. So, bei Perla, die hat ja, sag ich mal, eher mehr, ja, als Boden, sag ich mal, so ein rosa Teppich. Da würde ich mal sagen, müssen wir natürlich jetzt erstmal irgendeinen anderen Block, sage ich mal, hier platzieren. Na, nicht unbedingt den, weil ich möchte ja meine Wände, sage ich mal, mit meinen Holzblöcken machen. Das heißt, ich setze mir jetzt einfach mal hier an den Seiten meine Holzblöcke hin. Und dann schreibe ich hier nochmal so eine Stufe hin, wo eine Lücke ist. So, und dann setze ich mir einfach mal hier einfach mal so meine Holzblöcke. So, wunderbar. Ja, dann kann ich mir jetzt hier einfach mal meine rosanen Blöcke einmal hier hinsetzen. Jetzt muss ich mal gucken, ob man hier überhaupt nach unten durchkommt. Ja, hier kommt man noch durch. Okay. Aber mir fällt gerade auf, wir wollen uns ja auch noch eine Decke reinzeichnen. Könnte sein, dass wir das hier dann nochmal wegreißen müssen, diese Ebene hier. Aber na gut. So, jedenfalls kann man sich dann hier, sag ich mal, Perlas Zimmer hier, sag ich mal, schon so, sag ich mal, gestalten. Auch die kriegt natürlich hier so ein bisschen Tapete rein. Die Farbe und so kannst du dir, sag ich mal, immer nach aussuchen, wie du, sag ich mal, hier das Zimmer gestalten müsst. Ne, ich nehme jetzt einfach mal meine Holzblöcke hier einfach mal, zack, damit wir irgendwas erstmal da haben. Dann bin ich jetzt wieder hier einmal unten. Und jetzt möchte ich mir natürlich das Wohnzimmer schon einmal so vorzeichnen. Das heißt einfach mal, ich richte mich mal von der Tür aus, dann setze ich mir jetzt einfach mal hier so zwei Streben hin. Die müssen wir jetzt nicht komplett einmal bis nach oben ziehen, da wir, sag ich mal, jetzt hier auch noch eine Decke reinzeichnen. Also reicht eine Höhe von 5 Blöcke locker. So, dann mache ich mir einfach mal hier so mein helleres Holz hin, die Eichenholzblöcke einfach mal daneben. Mache ich mir auch nochmal zwei Blöcke einfach mal. So, andere Seite genauso. Ba, 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 ba. Jetzt muss ich gerade überlegen, wie wir es machen. Ich glaube, wir machen mal die Fichtenholzblöcke eher hier an die Seiten hin. Denn die Seite sieht man ja sowieso nicht, das ist ja egal. So, machen wir hier einfach mal die Fichtenholzblöcke einfach mal rauf. So, wunderbar. Ja, dann können wir jetzt hier an der Seite einfach nochmal unsere Eichenholzblöcke einmal hier so als Stabilisierung einfach mal hier unter platzieren. Vielleicht solltet ihr noch einen Block hier einfach mal am Glasblock anbringen, weil ich sag mal, den Glasblock werden wir sowieso verkleiden, aber... Naja, man muss ja an der Seite, sag ich mal, hier nicht irgendwie ein Loch haben, ne? So, gut, dann kommen wir mal zur anderen Seite, dass wir die uns auch mal ziehen. So, hier erstmal setze ich mir einfach mal so einen Träger hin. So, andere Seite auch nochmal so einen Träger einfach mal hin. Dann komme ich wieder zu meinem Fichtenholz. Die setze ich mir auf der anderen Seite genauso einfach mal lang. Und jetzt haben wir so eine Zwickmühle. Du kannst entweder, die, sag ich mal, die so machen, die Träger, dass du hier zwischen immer so eine andere Blockreihe hast. Aber ich habe mir jetzt, sag ich mal, beim anderen, ja, bei den... Original da drüben, sage ich mal, das so gezeichnet, dass ich, sage ich mal, hier einfach nur Fichtenholz in der Mitte einmal habe und dann hier einfach so die Balken, dass wir, sage ich mal, dann auch am Ende hier ganz viel, sage ich mal, Gerümpel hier an die Wände auch anhängen können und nicht immer zu hier so einen Balken haben, ne? Ja. So, über der Tür können wir hier nochmal so eine Fichtenholztreppe uns einmal platzieren. Nur darüber können wir dann auch nochmal diese Holzblöcke uns einmal setzen. Wunderbar. So, bevor wir zur Decke kommen, kommen wir nochmal zu den Nebenzimmern. Da kannst du jetzt einmal die entweder hier so eine Küche reinbasteln. Habe ich jetzt zum Beispiel hier jetzt bei dem Bereich habe ich mir eine Küche gemacht. Und im anderen Bereich habe ich jetzt, weil ich nicht genau wusste, einfach nur einen Lagerraum gemacht. Du kannst natürlich diesen Bereich auch für alles nutzen, was du möchtest. So, wir müssen das natürlich jetzt auch noch hier so ein bisschen verkleiden. Da würde ich einfach mal hier
mir einfach mal so ein bisschen die Holzstämme hier einfach mal langziehen. Ich mache die mal so, dass die alle aufrecht sind. Ich glaube, das ist besser. Aber du kannst dir das, sag ich mal, auch so gestalten, wie du möchtest. Ne? Da gebe ich dir nicht unbedingt was vor, wie du dir deine Tapeten machst. Ich glaube, hier mache ich mir auch nochmal einfach mal die Stufen hin. So, genau. Dann lasse ich mir das hier oben jetzt alles so ein bisschen frei. Das verkleiden wir noch. Hier an der Seite würde ich mal sagen, kommt darauf an. Ob du, sag ich mal, jetzt hier vorne in den Bereich so ein bisschen selber zubaust, dass man den Beton nicht sieht, dann kannst du hier gerne an den Seiten dir einfach mal deine Holzstämme oder Blöcke dir einfach mal hier setzen. Dann mache ich mir einfach mal einen Träger hier vorne hin, einen auch hier hin, sodass ich zwei Blöcke mir einfach mal Platz lasse. So mache ich mir auf der anderen Seite auch nochmal. So, und so stelle ich mir das so ein bisschen halt vor. Nun, dann kannst du dir unten hier den Bereich noch irgendwie verkleiden mit sonstigen Sachen. Das siehst du dann, wenn wir gleich die Tour machen. Ja, dann kommt man hier halt nach oben. Ne? Aber bevor wir, sag ich mal, jetzt nach oben gehen, machen wir nochmal hier auf der anderen Seite auch das nochmal mit den Wänden einfach mal rein. Nehme ich hier wieder meine Holzstämme und setze mir das hier einmal so lang. Und wie gesagt, ich denke mal von aus, dass wir diese Platte auch gleich ändern werden, aber egal. So, mache ich mir hier auch nochmal hin. Vielleicht könnte man sogar hier einen Träger sich noch hinsetzen, wenn man möchte. Ne? Kann man alles machen. Ne, wie man möchte. So. Und dann müssen wir natürlich noch die andere Seite hier auch nochmal verkleiden. Super. Gut. Dann haben wir das hier alles schon mal verkleidet. Das ist mir gerade noch aufgefallen. Ich habe wieder neue Blöcke benutzt, als ich mir, sag ich mal, die Decken reingezimmert habe. Und zwar zum Beispiel hellblaue Keramik und die noch schwärzeren Eichenholzblöcke. Oder warte, was ist das? Schwarzeichenholzblock, genau. Schwarz-Eichenblock. So. Genau, die holen wir uns nochmal raus. Und zwar die hellblaue Keramik habe ich eigentlich nur verwendet bei Perlas Zimmer. Da würde ich einfach sagen, hier, wo, sage ich mal, unser Dach anfängt, könnt ihr einfach mal die Blöcke uns einmal hier so reinplatzieren. Und bei Mr. Krabs nehmen wir komplett die schwarzen Eichenholzblöcke, ne? Ohne Rinde und alles. Die könnt ihr euch denn hier einmal komplett hier oben einmal so lang ziehen. Auch hier, wo einfach das Dach anfängt. Ne? Wer möchte, kann dann auch bei Mr. Krabs das vielleicht noch so ein bisschen abstützen. Einfach mal mit ein paar schwarzen Eichenholzstufen, ne, dass ihr euch die einfach mal an der Seite noch platziert. Und dann ist das Zimmer von Mr. Krabs schon fertig. So, bei Perla wäre es dann auch fertig. Jetzt können wir natürlich noch hier die Decken uns einmal reinzimmern. Da würde ich mal sagen, fangen wir erstmal im Wohnzimmer an. Nehmt nochmal die Schwarzeichenholzblöcke einfach mal. Und die könnt ihr euch jetzt hier ab der fünften Reihe hier einfach mal komplett so einmal lang ziehen. Und dann fällt dir auf, dass wir, sag ich mal, jetzt hier die Mitte gar nicht mehr bebauen. Das heißt, diese Fenster könntest du theoretisch verkleiden, wenn du möchtest. Also die werden wir einfach nicht benutzen. Weil ich finde, wenn wir, sag ich mal, jetzt hier in der Mitte noch eine Treppe nach oben machen, dann haben wir nicht genug Platz für Mr. Krabs Wohnzimmer. Von daher lasse ich den mittleren Bereich einfach mal frei. Falls dir was einfällt, was du natürlich da reinbasteln kannst, kannst du natürlich auch kreativ sein und dir dann doch hier noch so irgendwie so eine Treppe machen, die nach oben führt oder so. Ne? Da kannst du dir ja noch was ausdenken. So, ansonsten mache ich jetzt hier einfach die Decke zu. Nimm meine schwarzen, schwarzen Treppen hier einfach mal. So, setz mir die an den Seiten hin. Immer wo, sage ich mal, hier meine Stämme hin. Stämme einfach mal sind. Setz hier meine Treppen hin. Und verbind die einfach mal hier mit den Stufen einfach mal so. Ne? Wunderbar. Einfach abgestützt. Hier bei diesem Übergang, wo man, sage ich, in den nächsten Raum kommt, würde ich einfach mal hier nochmal ein paar Baumstämme oben mal hinsetzen. Und darunter dann einfach mal noch ein paar Treppen. Ne? Das reicht völlig aus. Kann man so machen. Und dann haben wir jetzt hier das Wohnzimmer schon mal fertig. Kommen wir jetzt noch zu den nächsten zwei Zimmern. Puh, da fangen wir auch erstmal so an, dass wir erstmal unsere Träger uns hier einmal hinsetzen. Guck mal, hier bei der Kante müssen wir das so machen, dass die, sag ich mal, sich hier so ein bisschen anecken. Ne, hier vorne brauchen wir es ja nicht, da können wir unsere Stufen nehmen. Und dann würde ich sagen, für den anderen Bereich nehmen wir jetzt einfach mal die normalen Fichtenstufen. So, können wir das ja mal zuziehen. Und hier oben würde ich auch nochmal die Fichtenstufen mir einmal nehmen. Da seht ihr, da muss ich das hier doch wieder einmal weghauen. Und setze mir dann einfach hier meine Fichtenstufen hin. So, einfach mal hier oben ran. Na, vielleicht mache ich das auch noch so, dass die hier sich so aneckt vorne. Kommt man hier noch hier runter? Nee, kommt man gar nicht runter. Machen wir das so. So, wunderbar. Ne? Dann müssen wir natürlich das hier noch einmal reparieren. Nehmen wir nochmal unseren Beton. Und dann setze ich mir das hier einmal so lang. So, wunderbar. Na, kommt man auch runter. Okay, dann haben wir hier auch die Decke schon bezogen. Und wie gesagt, den Bereich müsstet ihr euch dann ein bisschen verkleiden, aber das seht ihr dann gleich. Ja, und dann müssen wir nur noch die andere Seite auch nochmal verkleiden. Wie gesagt, ihr fangt am besten immer mit den schwarzen Eichenholz an, ne? Und dann verkleidet ihr einfach hier so ein bisschen die Decke. Und den Rest macht ihr einfach dann hier mit den Fichtenstufen. So, bei Mr. Krabs könnten wir dann auch hier ganz einfach denn hier... Ja gut, was nehmen wir? Ah, wir nehmen auch wieder einfach hier die Treppen. So, und dann lassen wir die hier einfach mal wieder so einfach anecken. Na, kommen wir hier einfach runter.
Hier kommen wir gar nicht runter. Müssen wir auch so machen. Man könnte theoretisch auch hier von einfach auch nochmal die Treppe nehmen. Ne, dass wir dann einfach hier so eine Treppe hinsetzen. Kommt vielleicht auch gut rüber. Ne? Okay. So, und dann haben wir das hier natürlich fertig. Jetzt müssen wir es natürlich nur noch einrichten. Ich gehe mal noch kurz hier mal zur Tür. Und schwupp, haben wir das Haus von Mr. Krabs eingerichtet. Ja, hier ist natürlich sein voll gemülltes Wohnzimmer, wo alles Mögliche an der Wand einfach mal hängen kann. Da kann man sich austoben, was man da auch immer, sag ich mal, hier ranhängen möchte. Vielleicht eine Glocke oder so. Naja, da kann man sich ein bisschen austoben. Vielleicht habe ich mir hier noch so eine kleine Couch hingebastelt, eine Teppich rein und fertig. So, jetzt kommen wir mal zu den Seiten. Ich würde mal sagen, erstmal zu Mr. Krabs. Und da seht ihr, ich habe mir das jetzt hier so gemacht, dass ich, sage ich mal, hier irgendwie so noch so einen kleinen Abstellraum habe, wo Mr. Krabs natürlich sein ganzes Erspartes und so einfach mal lagern kann. Und keine Angst, Kiste auf Kiste kann man öffnen, von daher kann man den Bereich auch nutzen, wenn man den halt benutzen möchte, ne? So, dann kommt man natürlich hier noch nach oben zu Mr. Krabs und da habe ich natürlich seine Hängematte einfach mal hingemacht, wo er drin campieren kann. Auch nochmal ein bisschen Deko gemacht. Und vielleicht hängt ja auch noch ein paar Bilder hin, denn ich sag mal, wir können ja die anderen Wände ja, sag ich mal, nicht austauschen durch den Blockmaterial. Von daher einfach ein Bild hin und dann habt ihr die Fläche auch gut verkleidet. Vielleicht macht ihr auch noch so einen Zaun, dass man hier nicht runterfällt. Ne, kann man sich ja austoben, wie man möchte. So, und wenn wir mal zur anderen Seite gehen, wo natürlich Perla ist, seht ihr, habe ich jetzt hier einfach mal eine Küche gemacht und auch hier alles, sag ich mal, verkleidet, wo der Beton war, ne? Hier zum Beispiel die Küche hin, ne, kann man auch einen Kühlschrank sich machen. Andere Seite vielleicht eine Sitzecke, noch ein bisschen Stauraum, Pflänzchen hin und fertig. So, dann kann man hier auch nochmal nach oben gehen. Und da seht ihr, hier bei Perle habe ich es auch nochmal ein bisschen anders gemacht. Guck mal, hier habe ich jetzt auch einfach mal Stufen genommen. Ne? Und dann hier einfach, sag ich mal, auch noch so ein Geländer gemacht, dass man hier nicht runterfallen kann. Ne? Und ihr seht, hier habe ich eigentlich auch was ganz anderes gemacht. Hier habe ich ja kein Holz gemacht. Hier habe ich blauen Beton mit Kaminsin-Knöpfen einfach mal hingemacht, weil irgendwie hatte die Tapete von ihr, sag ich mal, so ein Muster. Und da habe ich das einfach mal auch so gemacht. Ne? Wie gesagt, da kann man sich austoben, andere Tapete hin, wie man möchte. Ne? Und dann Bett hin, fertig. Ist auch Perlas Zimmer. Kann man sich natürlich noch ein bisschen dekorieren mit rosa Sachen, wie man möchte. So, und dann haben wir Mr. Krabs Anker fertig. So sieht er aus. So kann man sich ihn, sage ich mal, innen drin noch gestalten, wenn man möchte. Und dann kann man ihn auch nutzen, ne, zum Spielen. Der Anker ist jetzt fertig. Mr. Krabs kann einziehen. Unser Bikini Bottom ist wieder um ein weiteres Haus gewachsen. Wer weiß, was wir als nächstes bauen. Ihr könnt ja gerne Vorschläge unten reinschreiben. Aber ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Wünsche viel Spaß beim Nachbauen. Und dann hören wir oder sehen uns zur nächsten Folge wieder. Also, haust rein und tschüss.